Als nächstes hat der Abgeordnete Reul für die Fraktion der CDU das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir beraten und werden heute den Haushalt für das Jahr 2022 beschließen. Dieser Haushalt ist ein besonderer Haushalt mit historischer Dimension. Die Herausforderungen sind immens und in kürzester Zeit musste das Sondervermögen mit seinen fast 300 Maßnahmen überprüft und in fast 70 Anträgen in den vorgelegten Haushalt integriert werden. Herzlichen Dank. Eine Herkulesaufgabe, die von Seiten der Verwaltung mit Bravour gelöst worden ist. Dafür danke ich allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dies haben auch meine Vorrednerinnen und Vorredner getan. Dem schließe ich mich an, denn dort ist Immenses geleistet worden. Die Bewältigung der Haushaltsanträge insgesamt ist schon erwähnt worden. Und deshalb brauche ich das an dieser Stelle nicht zu wiederholen. Liebe Frau Geis, wir haben Sie gewürdigt. Es war nicht immer leicht, aber wir haben es gemeinsam hinbekommen unter Ihrer Führung. Dafür ganz herzlichen Dank. Wir befinden uns aber weiterhin in einer besonderen und noch nie dagewesenen Zeit im Rahmen der Pandemie. Dabei stellen wir fest, dass Hessen besser als andere Länder durch die Krise kommt. Deshalb waren die bisherigen Maßnahmen und auch die Weiterführung im Rahmen der Bestätigung durch den Staatsgerichtshof von entscheidender Bedeutung. Wir haben immer erklärt, dass alle schon begonnenen Hilfen weitergeführt werden können und wir auch weiterhin die Menschen in Hessen, Unternehmen und Kommunen nicht alleine lassen, sondern kraftvoll investieren, um die Folgen der Pandemie bestmöglich abzufedern. Die Steuereinnahmen verbessern sich aufgrund der zielgerichteten Unterstützungen des Bundes und des Landes in der Vergangenheit, und die diagnostizierten heftigen Einbrüche konnten teilweise abgemildert oder auch verhindert werden. Das ermöglicht uns, weitere wichtige Zukunftsentscheidungen zu finanzieren. Dabei möchte ich die Vereinbarung zum UKGM hervorheben. In harten und langwierigen Verhandlungen ist Ministerin Dorn und unserem Ministerpräsidenten gelungen, sehr viele Arbeitsplätze in der Region abzusichern und zu erhalten. Dafür danke ich beiden im Namen der CDU-Fraktion und der Koalition ganz herzlich. In den nächsten 10 Jahren werden so Investitionszuschüsse von fast 500 Millionen Euro fließen können. Auch die Kommunen können sich auf das Land verlassen. Der Kommunalpakt gilt weiterhin unverändert. Das bedeutet, dass der kommunale Finanzausgleich weiterhin festgeschrieben ist und kontinuierlich ansteigt. Von derzeit 6,2 Milliarden Euro auf fast 6,6 Milliarden Euro im Jahre 2025 steigen die Mittel zur finanziellen und bedarfsgerechten Ausstattung der Kommunen. Damit zeigt die schwarz-grüne Koalition weiterhin, dass sie ein Partner der Kommunen ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Urteil des Staatsgerichtshofes hat ja heute schon eine Rolle gespielt. Der Staatsgerichtshof hat eine Übergangsfrist bis zum März diesen Jahres gegeben. Jedoch wollten wir von Seiten der Koalition diese Frist nicht ausschöpfen, sondern möglichst schnell Klarheit schaffen. Diese Klarheit schaffen wir mit diesem Haushalt, der Ihnen heute in der dritten Lesung vorliegt und in dem wir schon rückwirkend zum 01.01. diesen Jahres das Sondervermögen aufgelöst und die erforderlichen Corona-bezogenen Maßnahmen in den Haushalt überführt haben. Somit, und das war im Konsens mit den Oppositionsfraktionen, weil wir haben da ein Obleutegespräch auch dazu gehabt und auch im Ausschuss uns darüber verständigt, dass die Haushaltsberatungen jetzt stattfinden und nicht, dass wir sie im Dezember schon durchführen, weil natürlich auch die Zeit gegeben sein musste für die Verwaltung, die ganzen Maßnahmen umzuresortieren und auch in Anträge mit hineinzuschreiben. Es war auch die Absicht der Opposition und deshalb kann ich da auch den Konsens feststellen, dass wir dies so gemeinsam tun. Und falls noch mal Unklarheit hier herrschen sollte, erinnere ich daran, dass am 22. Dezember letzten Jahres es ein Obleutegespräch gab, in dem alle Änderungen, die durch das Sondervermögen notwendig waren, durch den Finanzminister klargestellt und auch vorgestellt worden sind. Und es gab dann auch Lob. Ja, das ist in Ordnung. Es gibt eine Fraktion im Hause, die das bestreitet. Deshalb erwähne ich es noch einmal allgemein ohne Namensnennung.
Insgesamt war diese schnelle Reaktion eine Herkulesaufgabe. Und deshalb auch besonderer Dank nochmal an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzministeriums, die exorbitant dort viel leisten mussten und auch das über die Weihnachtszeit zwischen den Jahren und darüber hinaus getan haben und dort wirklich sehr, sehr fleißig uns geholfen haben, dass wir das so als Parlament auch heute beschließen können. Die Änderungsanträge der Koalition wurden am 13. Januar diesen Jahres wirklich zeitig vorgelegt und konnten so auch ausgiebig von den Oppositionsfraktionen beraten werden können. Zumindest sind dies alles die Anträge, die einen Bezug hatten zum Corona-Sondervermögen. Und wenn es weitere Anträge noch gab, glaube ich, haben wir erschöpfend in der Ausschusssitzung gemeinsam darüber beraten können. Insgesamt haben wir durch die Corona-bedingten Maßnahmen, die nun im Haushalt abgebildet werden, Mehraufwendungen von insgesamt 3 Milliarden Euro. Diese können wir decken, indem wir auf unsere Rücklage zurückgreifen und dort 1 Milliarde Euro entnehmen. Hier zeigt es wieder einmal, dass die sorgsame Haushaltspolitik auszeichnet. Wenn wir in den vergangenen Jahren allen Änderungsanträgen zugestimmt hätten, wäre natürlich in der Rücklage keine Spielräume mehr vorhanden gewesen. Wir haben verantwortungsvoll und gut gewirtschaftet und können deshalb jetzt in dieser Situation auch aus der Rücklage 1 Milliarde Euro entnehmen und es verbleiben dort noch 300 Millionen. Weiterhin profitieren wir natürlich auch von der guten konjunkturellen Entwicklung in Hessen. Mit Steuermehreinnahmen können wir insgesamt die 2. Milliarde ausgleichen, sodass schließlich dann noch 771 Millionen Euro übrig bleiben, die über Kreditaufnahme gedeckt werden müssen. Deshalb ist es auch notwendig, dass wir gemeinsam im Artikel 141 weiterhin auch die Notlage erklären, damit dies auch so abgewickelt werden kann. Deshalb ist es auch höchst erfreulich, dass ein Großteil der Fraktionen dies hier anerkennt und diesem auch zustimmt. Sie werden verstehen, dass ich den Seitenhieb jetzt an dieser Stelle nicht unterlassen kann, dass auf der Bundesebene zugestimmt wird der Notlage und hier im Parlament nicht. Das darf einen zumindest verwundern. Wenn ich dabei einfach mal herausgreifen darf, damit wir auch inhaltlich ein paar Punkte noch mal setzen können, was im Haushalt abgebildet ist. Wir haben dort insgesamt neben der Unterstützung im kommunalen Finanzausgleich, den ich schon angeführt habe, 120 Millionen Euro für die Verkehrsverbünde. Wir haben eine Kofinanzierung für den Krankenhaus-Zukunftsfonds von 20 Millionen Euro. Wir haben Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz 60 Millionen Euro. Wir haben eine Impfkampagne, die wir weiterhin führen wollen und auch unterstützen wollen, 100 Millionen Euro. Wir haben im Rahmen der Teststrategie für die Testung, besonders an den Schulen für unsere Kinder, 400 Millionen Euro vorgesehen. Aber es gibt auch kleinere, aber trotzdem wichtige Ausgaben. Ich erwähne an dieser Stelle das Maßnahmenpaket zur Wiederaufnahme des Sports von 2,28 Millionen Euro sowie die Kofinanzierung des Bundesprogrammes Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten. Aber auch, was auch wichtig ist, gerade im Rahmen der Corona-Pandemie, dass wir Geld zur Verfügung stellen, dass wir im Nachhinein einfach mal schauen können, dass wir an den Universitäten die Forschung stärken können. Was sind denn eigentlich Corona-Langzeitfolgen post-Covid? Dort stellen wir insgesamt 700.000 Euro zur Verfügung für die Kliniken Gießen, Marburg und Frankfurt, damit wir dort auch in der Zukunft weiterhin das Thema behandeln können. Ich komme zu dem Globaltitel von 500 Millionen Euro, der von Seiten der FDP kritisiert worden ist. Liebe Frau Kollegin Schardt-Sauer, Ihre Ausführungen zum Thema Inflation, glaube ich, das können Sie dem Herrn Lindner an die Schulter heften. Da kann er vielleicht was dazu sagen. Wir sind in Hessen jetzt nicht zuständig für die Inflation, aber für die Globalposition von 500 Millionen Euro, die wir im Haushalt haben. Der entscheidende Punkt ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, die 500 Millionen Euro sind kein Sondervermögen, sondern sie stehen im Haushalt. Es ist ein Haushaltstitel, über den wir gemeinsam entscheiden, wo wir diese Globalposition verankern. Und jetzt lassen Sie mich erwähnen, im vorletzten Jahr, 24. März 2020, haben wir zusammen hier in diesem Hause
ein Globaltitel über 2 Milliarden Euro im Nachtragshaushalt beschlossen. Da gab es diese Diskussion nicht. Da waren wir uns einig, dass dieser Globaltitel notwendig ist, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Jetzt kritisieren Sie an 500 Millionen rum. Wie kleinkariert ist das denn eigentlich? Insgesamt ist das Ziel der Globalposition die Sicherstellung der kurzfristigen Handlungsfähigkeit im weiterhin nicht absehbaren Pandemieverlauf. In Betracht kommen hier auch zukünftige Kofinanzierung für Krisenbewältigungsmaßnahmen des Bundes, weitere Maßnahmen zur Stützung der Beteiligung des Landes sowie weitere im Pandemieverlauf zusätzlich erforderliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen und der sozialen und des kulturellen Bereichs unseres Lebens in Hessen. Die Inanspruchnahme, und das finde ich schon besonders, das haben wir nämlich angelehnt, wie wir es auch im Sondervermögen gehandhabt haben, dass wir im Haushaltsausschuss weiterhin über jede Maßnahme im Rahmen dieser 500 Millionen, über 1 Million Euro uns im Haushaltsausschuss damit beschäftigen und darüber beraten und entscheiden. Dies ist ein wichtiger Aspekt. Dies wäre nicht notwendig. Wir halten es aber als Koalition trotzdem auch im Sinne der Kontinuität für einen wichtigen Punkt, dass wir diese Möglichkeit haben und dass wir dies auch gemeinsam so umsetzen. Lassen Sie mich auf weitere Anträge zum Haushalt eingehen. Wir haben dort weitere wichtige Anträge im Haushalt. Insgesamt Maßnahmen zur Sicherung jüdischer Einrichtungen, insgesamt 8,8 Millionen Euro bis zum Jahre 2026. Errichtung eines Schwerpunktsbereichs historische Erinnerung und kulturelles Erbe, Vertriebene und Spätaussiedler in Hessen seit 1945 an der Uni Gießen, insgesamt 1,2 Millionen 2026. Liebe Frau Kollegin, wenn Sie reinrufen, Corona, der Haushalt hat nicht nur Corona, sondern hat auch allgemeine Schwerpunkte der Koalition. Und wir setzen auch weitere Schwerpunkte für die Zukunft unseres Landes hier in Hessen. Und darauf lege ich großen Wert, deshalb erwähne ich diese Anträge. Des Weiteren die Einrichtung und personelle Ausstattung einer Geschäftsstelle für den Opfervorbereit im Hessischen Landtag. 3 Stellen werden dort zugewiesen. Sie kennen die Wichtigkeit. Etablierung einer Forschungseinrichtung zur Rechtsextremismus- und Rassismusforschung am Demokratiezentrum der Philipps-Universität Marburg, insgesamt 1,2 Millionen Euro. Förderung der Islam- und Islamismusforschung an der Uni Frankfurt, 600.000 Euro. Die wichtigen Maßnahmen für das UKGM habe ich vorhin schon explizit gesondert erwähnt und ausgeführt. Des Weiteren aber müssen wir auch daran denken, dass im Bereich der Umwelt ein sehr wichtiger Punkt hier im Haushaltsplan verankert worden ist, nämlich die Kooperationsvereinbarung für mehr Natur-, Umwelt- und Klimaschutz in der Agrarlandschaft, der sogenannte Runde Tisch. Insgesamt 15 Millionen Euro werden dort zur Verfügung gestellt. Es gibt auch weitere Positionen, weil Herr Schalauske das ja vorhin auch so ein bisschen angeführt hat, dass wir nicht an auch die kleineren Bereiche denken. Die Schuldnerberatung, 1,7 Millionen Euro. Oder ein Punkt, der mir persönlich auch wichtig ist, Dynamisierung des Gehörlosengeldes, 105.000 Euro. Auch dort bleiben die Beträge nicht konstant, sondern sie werden dynamisiert und werden angepasst. Ein ganz wichtiger Punkt, und der hilft den Betroffenen sehr stark. Und deshalb ist es wichtig, dass dieser Punkt auch im Haushalt verankert ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich noch kurz darauf eingehen, was von Seiten der SPD vorgetragen worden ist, lieber Kollege Marius Weiß. Insgesamt kann man sagen, wir setzen jetzt mit diesem Haushalt das Urteil des Staatsgerichtshofes 1:1 um. Und Sie sollten etwas Vorsicht walten lassen, denn der Bund handelt trotz des Urteils des Staatsgerichtshofes verfassungswidrig mit seinem Nachtragshaushalt über 60 Milliarden Euro. Dies muss man hier noch einmal festhalten. Der Staatsgerichtshof hat ausgeführt, dass wir Neuland betreten haben und dass wir dort dieses Urteil dann bekommen haben, was wir akzeptieren. Der Bund kennt dieses Urteil und handelt vorsätzlich anders. Dies hat eine ganz andere Dimension, und wir sind dann sehr gespannt und neugierig, wie dies vor Gericht dann geurteilt wird. Insgesamt auch eine Ausführung noch, Herr Kollege, darauf sollten wir achten. Wir müssen trennen zwischen den Krediten im Kernhaushalt und wir müssen trennen zwischen den Krediten, die aus dem Sondervermögen wir haben. Kredite aus dem Sondervermögen
dürfen wir nur über die Rücklagenentnahme dort im Haushalt unterbringen. Das ist etwas getrennt davon. Während Kredite im Kernhaushalt können wir durch Rückführung wirklich dann tilgen, indem wir erhöhte Steuereinnahmen dafür verwenden. Wir können also nicht diese Rücklagentilgung oder die erhöhten Steuereinnahmen nehmen, um die Tilgung im Sondervermögen vorzunehmen. Das sind zwei getrennte Dinge, die müssen wir unterscheiden. Das eine kann durch die erhöhten Steuereinnahmen die Rückführung der Kredite sein und das andere muss durch die Rücklagenentnahme getätigt werden. Das ist wichtig, vielleicht etwas für Feinschmecker, aber ich glaube, das sollte man an dieser Stelle auch heute mal erwähnen. Gut, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will es Ihnen vielleicht ersparen, jetzt auch noch den Herrn Gröpel zu zitieren. Das müssten Sie auch, weil Ihre Redezeit ist abgelaufen. Deshalb mache ich das, denn er hat nämlich gesagt, wer so denkt, begeht einen Verfassungsbruch par excellence. Das war das Thema zum Bundeshaushalt, wie der Herr Gröpel es ausgeführt hat. Ich komme zum Schluss, sehr geehrte Frau Präsidentin. Ich kann festhalten für die Koalition, wir legen Ihnen heute einen Haushalt vor in dritter Lesung und bitten um Zustimmung. Wir entscheiden und gestalten erfolgreich die Zukunft des Landes Hessen. Dabei handeln wir mit Augenmaß und gestalten unsere Zukunft mit Optimismus. Glück auf! Vielen Dank, Herr Abgeordneter Reul. Für die Landesregierung hat dann Staatsminister Boddenberg das Wort. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Zunächst will ich es natürlich nicht unterlassen, mich dem Dank anzuschließen, der freundlicherweise von allen Vertretern aller Fraktionen hier geäußert worden ist in Richtung derjenigen, die die handwerkliche Arbeit geschafft haben, was ich bitte nicht despektierlich verstanden wissen will, sondern natürlich ist gerade auch im Ministerium, aber auch in den Fraktionen sehr viel Sachverstand und auch Beratung in Richtung der politisch Handelnden ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der letzten Wochen und Monate gewesen. Und uns war es wichtig, das ist ja auch entsprechend kotiert worden von Seiten der Oppositionsfraktionen, dass wir diesen großen Änderungsbedarf, den wir haben, ich habe das immer technische Anträge genannt, die wir mit der Konversion aus dem Sondervermögen in den Kernhaushalt vollzogen haben, dass wir das vor Weihnachten zunächst einmal erläutern konnten. Und ich glaube, das hat auch insgesamt so ein bisschen die Debatte entspannt, wenngleich ich heute wieder einige Töne gehört habe, die ein wenig Déjà-vu hatten zu dem, was wir in den letzten anderthalb Jahren diskutiert haben. Das ist aber nicht schlimm, Herr Kollege Hahn, sondern das gehört ja zum Parlament und zur Streitkultur eines Parlaments dazu. Ich will wirklich sehr konkret dem Abteilungsleiter Rüdiger stellvertretend danken für die Kolleginnen und Kollegen in seiner Abteilung. Alle, die ihn kennen, wissen, dass er, wenn noch so viel Arbeit droht, immer noch ein freundliches Lächeln so zeigt, dass man das Gefühl hat, es geht eigentlich immer noch ein bisschen mehr. Da muss man hin und wieder ein bisschen Acht geben, dass man das nicht überstrapaziert. Ich will aber auch ausnahmsweise, wenn es für Sie okay ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nennen, die in der Scharnierfunktion zwischen Parlament und Regierung Verantwortung tragen. Das gilt ebenfalls für alle Fraktionen. Namentlich kann ich das nur sagen, weil ich jetzt zugegebenermaßen ein wenig eine Lücke habe bei den Oppositionsfraktionen. Mich sehr herzlich bedanken bei Frau Weinel-Greilich, bei Herrn Schäfer, aber natürlich auch beim Parlamentsreferenten Schmidt unseres Hauses, sodass ich glaube, in Summe, wenn ich jetzt alle einschließe, das zu Recht zu Anfang gesagt werden muss, denn es war wirklich viel Arbeit. Dieser Haushalt 22 hat eine sehr glasklare Handschrift. Und zu dieser glasklaren Handschrift gehören Schwerpunktsetzungen, die Sie von uns kennen. Und das will ich deutlich machen, die mit der Pandemie oder wegen der Pandemie in keinster Weise an Bedeutung verloren haben. Auch abgebildet natürlich im Haushalt des Jahres 22. Das ist der Bereich der Sicherheitspolitik. Und ich glaube, die Zahlen, die Sie dort aus dem Bereich der Polizei und des Innenministers kennen, haben wir an verschiedenen Stellen diskutiert und den Personalaufwuchs dort. Heute ist zu Recht auch über die Justiz gesprochen worden. Wir haben dort, das Herr Weiß, haben Sie vergessen, natürlich schon mehr Richterstellen, auch im Kernhaushalt ohne dies vorgesehen. Sie haben heute nur den Teil erwähnt, den wir jetzt noch einmal im Nachgang mit dieser dritten Lesung als Antrag eingereicht haben. Das ist wahrscheinlich immer noch zu wenig. Und ich und wir lesen auch Zeitung.
Aber ich will bei der Gelegenheit schon auch mal sagen dürfen, dass das ein ordentlicher Aufwuchs ist und vor allen Dingen aber vielleicht zu dieser Debatte auch in der Justiz dazugehört, dass man beispielsweise mal über Gerichtsverfahren ernsthaft diskutiert und die Frage der Effizienz dort durchaus so streitig diskutiert, dass niemals der Rechtsstaat und niemals die Unabhängigkeit der Justiz infrage gestellt wird. Aber man schon auch mal darauf achtet und vielleicht auch als Laie, der nicht Jurist ist, erlaube ich mir den Hinweis, ob man dort nicht auch durch Effizienzsteigerung das eine oder andere erreichen kann. Aber noch einmal, ich rede das Personalproblem dort nicht weg. Ich will zweitens sagen, die Digitalisierung spielt eine gewaltige Rolle. Sie wissen, dass wir in dieser Legislaturperiode weit über 1 Milliarde dort investieren, auch in diesem Jahr rund 400 Millionen Euro mit einer ganzen Reihe von Erforderlichkeiten in der Verwaltung. Alleine bei der HCD sind das 60 Millionen Euro. Da geht es um klassische Ausstattungskomponenten der Landesverwaltung, aber auch eine Reihe von Dingen im Bereich Bildung. Ich gucke mal in Richtung der Hochschulen. Da gibt es den Digitalpakt Hochschulen noch separat neben dem Hochschulpakt mit mittlerweile noch mal 10 Millionen mehr. Allesamt Dinge, von denen ich glaube, sagen zu dürfen, dass sie hier eigentlich unstreitig sein sollten. Der Klimaschutz ist angesprochen worden. Ja, und das ist die größte Herausforderung wahrscheinlich, vor der auch die zukünftigen Haushalte stehen. Und ich will durchaus einräumen, dass ich dort enorme Bedarfe sehe, nicht nur in der Debatte im Parlament, sondern auch was die Vorschläge aus den Ressorts, insbesondere natürlich auch aus dem Finanzministerium anbelangt, wie wir das alles sukzessive finanzieren wollen. Und jetzt will ich nicht die Debatte von heute Morgen wiederholen. Das gehört in die Fachressorts. Die Frage nämlich, welche Energien sind denn die Zukunftsenergien? Und ich bin ja einverstanden, das will ich dann doch sagen, auch zur Sache sagen, dass die FDP beispielsweise das Thema Wasserstoff sehr in den Fokus rückt. Wir aber alle miteinander wissen, dass das alleine nicht reicht. Und wenn die FDP gleichzeitig, Herr Rock hat es, glaube ich, gesagt, sagt, das Einsparen, das CO2 vermeiden ist am Ende die zentrale Größe, an der wir uns zu orientieren haben, dann heißt das für die Landesverwaltung und dann heißt das für den Landeshaushalt schlichtweg, wenn wir energetisch sanieren wollen, die gesamten Landesliegenschaften, dann haben wir ein großes Paket vor der Brust. Die Abteilung 4 bei uns ist seit geraumer Zeit dabei zu rechnen, was kommt da in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auf uns zu. Und insofern will ich sagen, neben der mittelfristigen Finanzplanung und dem Finanzplan, den wir heute dem Landtag abschließend vorlegen zur Abstimmung, müssen wir weit über Zeiträume von 5, 8 oder 10 Jahren hinausdenken, gerade bei solchen Fragen. Dem wollen wir uns stellen, und das tun wir im laufenden Haushalt. Aber Sie können sich darauf verlassen, auch in den nächsten Haushalten. Ja, und dann haben wir natürlich weiterhin 2,3 Milliarden Euro unmittelbar Kosten, die mit der Pandemie und der Bewältigung zu tun haben. Und insofern, glaube ich, kann man jetzt heute noch lange darüber streiten, wer hat denn da recht gehabt. Natürlich hat der Staatsgerichtshof ein Urteil gesprochen, das wir so nicht erwartet haben. Sie haben davon gesprochen, Herr Weiß, im Nachhinein schlauer wäre vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Sie haben ja vorgeschlagen, dass wir demnächst vorne schlau sind, um hinten ein richtiges Ergebnis, auch verfassungsrechtlich richtiges Ergebnis zu haben. Da will ich heute nur noch mal so viel dazu sagen. Wir hatten am Freitagabend in der Runde einiger CDU-Finanzministerkollegen Lindner 1,5 Stunden. War ein sehr konstruktives Gespräch. Und ich will nur andeuten, mein Eindruck ist, dass auch die Bundesregierung durchaus Sorgen hat, was denn da zu gegebener Zeit in Karlsruhe an Rechtsprechung erfolgt. Da will ich jetzt überhaupt nicht vermessen und verwegen sein als derjenige, der einen Haushalt zu verantworten haben, der dieses Urteil hatte vor dem Staatsgerichtshof. Aber ich glaube, wir sollten uns alle ein wenig zurücknehmen, wenn es um die Voraussagen anbelangt, um die es da geht. Aber eins ist, glaube ich, sehr richtig. Ein zentraler Punkt, Frau Schardt-Sauer, und das kann ich Ihnen denn doch nicht ersparen, nämlich die unmittelbaren Zusammenhänge zwischen dem, was wir kreditfinanziert an Aufwand hatten im Sondervermögen und der Pandemie. Das wird, glaube ich, auch Herr Lindner nicht bestreiten, dass es den bei den 60 Milliarden des Nachtragshaushaltes nicht gibt. Das ist eine Feststellung, die ist objektiv richtig und sollte auch von Ihnen nicht ignoriert oder sogar ins Gegenteil verkehrt werden. Ich will aber natürlich darüber reden, was interessiert denn die Bürger? Die Bürgerinnen und Bürger an dieser heutigen Debatte interessiert, wie geht es denn weiter? Und ich habe den Klimaschutz angesprochen, und ich will ausdrücklich sagen, unabhängig all der großen Herausforderungen, die wir dort haben, steht die Schuldenbremse in keinster Weise infrage.
Natürlich gibt es die Debatte, die Herr Kaufmann heute angesprochen hat. Die gibt es auch auf Unionsseite. Ist die Flexibilität mit dem Konstrukt, wie wir es heute haben, gewährleistet? Da bin ich durchaus der Meinung, Herr Kaufmann hat recht, dass wir da nicht nur darüber reden müssen, sondern das ein oder andere auch nachjustieren müssen. Da reden wir über die Konjunkturkomponente, die Unterscheidungen dort, die wir auch in den Steuerschätzungen immer haben, die höchst komplex sind. Das will ich nur stichwortartig andeuten. Also wir haben auch Gesprächsbedarf, was zukünftige Haushaltsführung insgesamt, aber unter dem Diktum der Schuldenbremse anbelangt. Ich glaube, dieses stellt ernsthaft außer den Linken niemand in Zweifel, und das tun wir erst recht nicht. Aber wir haben große weitere Fragen. Natürlich hat die Pandemie vieles zugespitzt, was die Bildungspolitik, was die Hochschulpolitik anbelangt. Ja, wir wissen, dass wir digital weiter aufrüsten müssen. Das sage ich ganz bewusst so. Aufrüsten müssen in einer Zeit, in der die Dinge sich halt beschleunigt haben durch die Erfahrungen, die wir die letzten anderthalb oder jetzt fast zwei Jahre machen mussten. Ich habe immer gesagt, bei denjenigen, die sagen, es ist alles viel zu spät und ihr habt geschlafen, das gibt es ja so auch in der Wortwahl beim einen oder anderen Oppositionspolitiker, ich scheine der Einzige gewesen zu sein, der Ende 2019 nicht wusste, dass wir irgendwann mal 800.000 Schüler würden zu Hause unterrichten müssen. Also ich wusste das nicht. Ich glaube, der Kultusminister wird mir aber eher zustimmen und sagen, dass er das auch nicht wusste. Und Sie wussten es auch alle nicht. Und deswegen haben wir dort natürlich eine Reihe von Dingen investieren müssen, aber auch eine Reihe von Hürden. Heute Morgen ist es über das Thema der Plattform gesprochen worden und darüber gesprochen worden, dass es nun mal Kritik daran gibt, Stichwort Datenschutz, dass wir dort konventionelle Dinge, die am Markt erhältlich waren, nutzen mussten und Gott sei Dank noch nutzen dürften, aber natürlich auch so entwickeln und konzipieren müssen, dass das alles irgendwann auch mal mit den Datenschutzbeauftragten und den Bestimmungen dort übereinstimmt. Das ist nur ein kleiner Teil von Dutzenden von Herausforderungen, die Sie haben, wenn Sie innerhalb weniger Wochen damals, weniger Monate vielleicht, ein Schulsystem, Frau Schardt-Sauer, komplett so umstellen mussten, dass es digital funktioniert hat und nicht mehr der Schulklasse, sondern zu Hause sitzend die Lehrer ausgestattet werden mussten, die Schüler ausgestattet werden mussten. Und ich sage mal, vielleicht könnte man ja mal feststellen, übrigens herzlichen Dank an die Lehrerschaft, das sage ich sehr pauschal, da ist Großartiges geleistet worden, aber ich glaube auch vom Kultusministerium wie von allen, die in der Bildung Verantwortung tragen. So, und dann gucke ich mir das Wirtschaftsministerium und die Wirtschaftspolitik an. Ja, der Tarek Al-Wazir und ich, glaube ich, sind nicht verdächtig, dass wir immer zu 100% übereinstimmen, wenn es um die Grundsätze unserer beiden Parteien geht. Aber auch da will ich mal sagen, in all den großen Fragen sind wir 100% beieinander, die in seinem Ressort verantwortet werden. Ob das der Wohnungsbau ist, 2,2 Milliarden Euro insgesamt in der Legislaturperiode bis 2024 in Richtung sozialer Wohnungsbau. Da können Sie doch nicht sagen, Herr Schalauske, da passiert nichts. Wie kommen Sie denn dazu, wenn wir zum ersten Mal seit unzähligen Jahren eine Kehrtwende im sozialen Wohnungsbau haben? Kann man das doch mal feststellen und vielleicht auch gut hier. Es gibt absolute Übereinstimmung. Ich rede jetzt nicht von Berlin, vom Berliner Senat unter linker Beteiligung, Herr Schalauske. Das haben wir hier oft genug gehabt. Das ist nicht das Niveau, auf das ich mich heute begeben möchte. Ich wollte es nur noch einmal in Erinnerung rufen. Da war doch was. Ich bin völlig übereinstimmend mit dem Kollegen Al-Wazir und übrigens der gesamte Landesregierung, allen voran übrigens auch der Ministerpräsident, dass wir bei der Mobilitätswende enorme Schritte unternommen haben und weiter werden unternehmen müssen. Wer sorgt denn dafür, dass wir die großen neuen Trassen bekommen im Ballungsraum? Wer sorgt denn dafür, dass der öffentliche Personennahverkehr finanziell ordentlich ausgestattet ist? Ja, ich weiß, es gibt eine Diskussion über 3,9% Tarifsteigerung im RMV. Ich bin übrigens, wenn ich das mal sagen darf, außerordentlich überrascht, positiv, ausnahmsweise mal überrascht, dass der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt das offensichtlich mitträgt. Wer sorgt denn dafür, dass a) diese Debatte geführt wird, und b) wir am Ende des Tages aber auch Steuergelder in die Hand nehmen, um den öffentlichen Personennahverkehr nicht nur in der Krise aufzufangen, sondern ihn auch für die Zukunft fit zu machen. Das macht diese Landesregierung. Und insofern, ich gucke auf die Uhr, ich hätte Lust, hier eine sehr ausführliche Generaldebatte zu führen. Insofern will ich schon sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem, wie wir bisher aus der Krise gekommen sind. Und Frau Schardt-Sauer, ich wiederhole, es ist schon ein bisschen sehr mutig, wenn Sie sich an den 500 Millionen Globalpositionen festmachen.
wo noch einmal wir jeden Betrag jenseits einer Million, ohne dass wir das müssten, weiterhin in den Haushaltsausschuss bringen, um ihn dort abzustimmen und zu diskutieren. Wie man angesichts eines Betrages von 500 Millionen € und dem Volumen des Nachtragshaushalts im Bund so argumentieren kann, wie gesagt, ich finde es zumindest mutig. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, was mir bei Ihnen auffällt. Also jetzt ist der Finanzminister in Hessen auch noch zuständig für die Inflationsrate in Deutschland, wahrscheinlich europaweit. Ich bin ja dabei, da hat jeder seine Hausaufgaben zu machen. Und das können Sie auch so sagen. Aber dann sollten Sie wenigstens auch dazu sagen, wenn der Finanzminister und diese Landesregierung und dieser Ministerpräsident für die Inflationsrate zuständig ist, dann sind wir vielleicht zumindest auch dafür zuständig, dass die Wirtschaft brummt, wie wir es selten erlebt haben und niemand erwartet hätte nach und während dieser Krise. Mit einem Steueraufkommen. Herr Staatsminister Boddenberg, lassen Sie noch eine Frage zu? Nein. Mit einem ich habe ja gesehen, wo es herkommt, und bitte um Entschuldigung, wenn ich da so kategorisch Nein rufe. Mit einem Steueraufkommen, das trotz der Krise gestiegen ist, auch im Vergleich der Prognosen, die wir vor der Krise hatten, das kann man ja jetzt vielleicht auch mal sagen, könnte auch was mit Politik, hin und wieder sage ich auch mit dieser Landespolitik zu tun haben. Und ein letzter Beleg dafür, Herr Weiß, Sie haben es ja zitiert, wie wird das Jahr 2021 ausgehen. Das werde ich in den nächsten zwei Wochen Ihnen und der Öffentlichkeit auch sagen. Seien Sie sicher, das sieht ordentlich aus. Das, was ich am Ende sagen will, ist, diese Krise ist nicht vorbei. Und wir haben, ich habe den Betrag pauschal erwähnt, 2,3 Milliarden, die wir brauchen, um diese Krise zu bewältigen. Und Sie können heute ein weiteres Beispiel lesen. Das will ich vielleicht dann doch noch tun, weil es heute in den Zeitungen steht. Was machen wir denn mit einer Messe? Was machen wir denn mit einer Messe Frankfurt, die eine der größten Messen der Welt ist, eigentlich die größte Messe der Welt? Eigentlich die. Ja, das ist Ihre Sicht der Dinge, weil Sie, ich sage das jetzt wirklich mal platt, keine Ahnung haben, weil Sie keine Ahnung haben. Eine der größten Messen und erfolgreichsten Messen und erfolgreichsten Messen. Kleinen Moment mal, lassen Sie doch mal den Staatsminister Boddenberg in Ruhe seine Rede zu Ende bringen und danach können Sie auch was essen gehen. Ne? Also ein bisschen mehr Ruhe. Also eine der erfolgreichsten, ich sage die erfolgreichste Messe vor der Krise. Die es auch noch wäre, wenn es die Krise nicht gegeben hätte, die aber vor gewaltigen Herausforderungen steht. Ich möchte Sie mal als Unternehmer erleben, wenn man Ihnen schlichtweg mittelbar zumindest Ihre Geschäftsgrundlage entzieht. So, und insofern, ja, mit Corona-Leugnern muss man doch über solche Dinge nicht reden, das weiß ich. Aber mit allen anderen muss man darüber reden. So. Und das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung von vielen, aber eine, die am Ende ordentlich ins Geld geht, weil wir dort werden helfen müssen. Das ist ja kein Geheimnis, was heute in der Zeitung steht. Und da fallen mir noch eine Reihe von anderen Dingen ein, sodass Frau Kollegin Schardt-Sauer eine Globalposition, wie wir sie dort vorgesehen haben, doch sich von selbst erklärt, ohne dass wir da jetzt aber einen konkreten Betrag reinschreiben können. Wir reden noch darüber mit den Wirtschaftsprüfern, mit der Geschäftsführung der Messe. Und ich lasse jetzt die anderen größeren Positionen weg. Ich hätte noch eine ganze Reihe in petto, um zu sagen, also das, was wir dort an Vorsichtsmaßnahmen in den Haushalt 2022 jetzt eingestellt haben, ist absolut angemessen. Ich wünschte, wir würden es nicht brauchen, aber ich befürchte, das eine oder andere ist schlichtweg erforderlich. Ich will abschließend sagen, ja, das waren turbulente anderthalb Jahre, auch für den Finanzminister. Wir haben in einer großen streitigen Debatte über das Wie gesprochen. Wir haben dort Unterschiedliches in den Ländern, auch im Bund, erlebt. Die meisten Länder haben Milliarden von Rücklagen gebildet. Auch das ist ja vom Staatsgerichtshof kassiert oder, das sage ich vielleicht ein bisschen weniger salopp, kritisiert und am Ende als nicht verfassungskonform im Urteil erwähnt worden und maßgegeben worden, dass wir das ändern. All das haben wir eins zu eins nach dem Urteil umgesetzt. Und dass das gelungen ist, hat nicht nur mit den Mitarbeitern, mit der streitigen und manchmal sehr streitigen Debatte hier im Landtag zu tun, sondern, das will ich auch mal sagen, abschließend mit den beiden Regierungsfraktionen von CDU und Grünen. Das war für mich und uns immer wieder mal sehr anstrengend, hat trotzdem Spaß gemacht und ich glaube, wir haben es gemeinsam zu einem guten Ende geführt. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, Herr Staatsminister Boddenberg. Ich ziehe den Applaus dann von der Mittagspause ab. Jedenfalls liegen mir jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte angekommen. Und vereinbarungsgemäß stimmen wir über die beiden Beschlussempfehlungen und den Gesetzentwurf denn heute Abend ab.